Heute fällt Gold, aber Gold wird perspektivisch deutlich steigen und stärker werden wieder. Heute steigt der Dollar, aber der Dollar wird perspektivisch deutlich schwächer werden. Und heute steigen die US-Aktienmärkte, aber die Aktienmärkte in den USA werden perspektivisch wahrscheinlich schwächer werden. Jetzt lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, es sind die Zinsen, stupid, denn das, was hier jetzt passiert, ist natürlich eine Art Deregulierungssteuersenkungseuphorie an der Wall Street. Aber man konsumiert erstmal und bekommt dann die Rechnung vom Wirt präsentiert. Und der Wirt wird sagen, ist ja schön, ich serviere euch jetzt dieses wunderbare Mahl, aber dann müsst ihr zahlen. Und mit der Zahlung sieht es dann ein bisschen schwieriger aus, denn die Kosten für dieses Geschenk, für diese Party, die hier passiert, die werden sehr, sehr hoch sein und sie werden dazu führen, dass Geld immer teurer wird, Liquidität damit immer teurer wird. Das ist nicht nur eigentlich schlecht für die Aktienmärkte, sondern vor allem für die US-Konsumenten, die damit noch stärker getroffen werden, damit die Wirtschaft noch schwächer, und das alles ist ein Kreislauf, den wir uns in diesem Video mal anschauen werden, startend mit der vermeintlich rationalen Reaktion, wie Mohammed El-Erian sagt hier bei Bloomberg, ja, das, was die Märkte hier machen, ist perfekt rational. Wir sehen den S&P 500 steigen, wir sehen die Bond-Yields steigen, Bitcoin steigen, Dollar steigen, allerdings was nicht steigt, Commodities und Gold, die sind so ein bisschen ausgeschert heute. Also hier sehen wir auch dann eben 10-jährige Anleiherendite nach oben. Der Dollar ist stärker geworden zum mexikanischen Peso. Vor allem, wir sehen Bitcoin nach oben. All das ist so passiert, wie man es sich eigentlich erwarten konnte. Aber man hätte auch erwarten können, dass Gold steigt zum Beispiel. Das war vorhin ja auf dieser Liste. Aber Gold ist heute belastet eben durch den starken Dollar einerseits und durch die steigenden Kapitalmarktzinsen, ergo die Renditen andererseits. Und so sehen wir hier diesen Abverkauf, aber man muss eben die Zeitebenen unterscheiden. Es ist gut, wenn Gold mal korrigiert, war ja ein bisschen überhitzt, und jetzt sagt man sich, naja gut, was ist denn, wenn jetzt der Trump kommt, da wird die Fed die Zinsen nicht so senken, jetzt gehen wir mal raus, denn Gold profitiert ja eigentlich von sinkenden Zinsen. Aber das Problem oder die Logik für Gold ist eben nicht nur, dass wir jetzt mit Trump sehr viel weniger Steuereinnahmen sehen werden, also ein latent größeres Defizit, sondern inflationäre Wirkungen seiner gesamten Wirtschaftspolitik. Er will ja nicht nur die Zölle erheben oder anheben, pauschal und für manche besonders, China, vielleicht sogar Mexiko, sondern er will auch Illegale wieder außer Landes bringen. Mit anderen Worten, es sollen sich mehr und mehr Firmen in den USA ansiedeln, aber gleichzeitig schrumpft der Pool von Arbeitnehmern, die diesen Bedarf an Arbeitskräften überhaupt bedienen könnte, mit der Folge, dass die Löhne deutlich steigen für diejenigen, die dann arbeiten gehen, was dann wiederum inflationäre Wirkung hat, und all das noch im Umfeld, dass die Fed ja jetzt erstmal noch vorhat, weiter die Zinsen zu senken und China die Bazooka ausgepackt hat. Also all das spricht für Gold, all das ist etwas, was perspektivisch sich aus meiner Sicht durchsetzen wird, und hier hat ein Kommentator auf Finanzmarktwelt das Ganze nochmal auf den Punkt gebracht. Sinkende Steuerbelastungen für Unternehmen heißt aber auch weniger Steuereinnahmen gleich, das bedeutet exponentiell steigende Staatsschulden, die auch außerhalb der Kontrolle der Fed sein werden. Dann steigen die Kapitalmarktzinsen, die Konsumenten werden immer stärker belastet, der Konsum wird abgewürgt, damit können die Unternehmen dann auch weniger Umsatz erzielen, dann werden sie, weil sie weniger Umsatz erzielen, weniger Steuern zahlen können. Und dazu noch ein potenzieller Handelskrieg durch Seth Donnell, der China belasten kann, der Europa belasten kann. Das ist eine Mischung, die eigentlich relativ klar ist. Und so sehr ich gegen das Trump-Bashing bin, aber hier, glaube ich, ist die Logik relativ simpel. Das kann nicht funktionieren. Das ökonomische Programm von Donald Trump kann nicht funktionieren. Die Konsumentenpreise werden wieder steigen, weswegen die Fed nicht viel die Zinsen mehr senken kann, sondern sie wahrscheinlich sogar anheben muss perspektivisch wieder, und der Dollar wird schwächer, weil man dann eben sagt, eure Defizite sind so krass, das wollen wir nicht mehr mitspielen, und das ist dann Dollar negativ. Und wir sehen, dass hier schon mal die Kapitalmarktzinsen sehr, sehr deutlich gestiegen sind. Heute etwa die 30-Jährige.
Größter Anstieg seit dem Jahr 2020 und das ist ja nach meiner Rechnung schon fast 4 Jahre her, meine Damen und Herren. Wir sehen also, es geht nach oben. Wir sind hier ziemlich stark nach oben bei der 10-jährigen Rendite, die Sie hier oben sehen. Und unten sehen Sie die sogenannten 10-jährigen Break-Evens, also die Inflationserwartungen, längerfristigen Inflationserwartungen, auch die brechen jetzt aus. Also das ist schon ein ziemlich perfektes Gemisch. Wir haben heute noch mal jetzt vorhin eine Anleiheauktion gehabt, 30-jährige Anleihe, Nachfrage war noch ganz okay. Aber es ist eben grundsätzlich so, übergeordnet so, wie Christian Röhl hier zeigt, okay, wir glauben dir, sagt der Markt, dass du die Steuern senken willst, aber was wir dir nicht glauben, dass du weniger Schulden machen wirst, im Gegenteil. Deswegen gehen die Renditen eben so deutlich nach oben, wie sie nach oben gehen und das wird die Schulden, die ohnehin schon aus dem Ruder laufen, dann noch weiter nach oben bringen, was wiederum bedeutet, dass immer weniger Einnahmen des Staates für Wachstumszwecke der Wirtschaft eingesetzt werden kann. Oben links sehen wir diese Grafik, immer weniger sozusagen kann überhaupt noch investiert werden in Wachstum, wenn man schon mal Schulden macht, weil eben die Zinsbelastung immer weiter steigt und so wird perspektivisch eine sich abschwächende Wirtschaft bei gleichzeitig fiskalischer Verschlechterung dann sehr wahrscheinlich der Fall sein und das Ganze ist dann nicht gerade hübsch. Und jetzt sehen wir, dass die Märkte das noch nicht so richtig eskomptieren. Hier mal die Fed Fund Futures, die haben ihre Zinssenkungserwartung schon zurückgeschraubt, aber vielleicht muss das Ganze neu gemischt werden, müssen die Karten hier komplett neu gemischt werden. Man erwartet ja, dass morgen die Fed die Zinsen senkt, aber sie könnte das tun, nämlich die Zinsen senken, weil der Markt das erwartet. Die Fed macht ungern etwas komplett gegen die Markterwartung, aber man könnte gleich eine hawkische Botschaft mitgeben und sagen, naja, aber jetzt gucken wir mal und die nächste Zinssenkung im Dezember ist ja eigentlich fest eingepreist. Wir sehen hier 68% Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im September nochmals, im Dezember nochmal senkt. Das war vor kurzem ja auch praktisch 100%. Also da hat man schon ein bisschen zurückgestuft und so morgen bei der Fed-Sitzung Zero Hedge fragt Neil Kashkari, okay, wir haben hier teilweise den größten Move seit Jahren gesehen. Zwischenzeitlich sogar größter Move, meine ich, seit 2012 oder 2014, also noch länger her. Hat sich dann ein bisschen relativiert, auch durch diese Anleiheauktion. Aber hey guys, wollt ihr morgen wirklich die Zinsen um 25 Basispunkte senken? Und das genau ist jetzt die Frage, die sich stellt. Wir sehen hier diese massiven Anstiege der Renditen. Und selbst, wie Peter Schiff hier sagt, wenn er jetzt all diese Dinge hier angehen würde und 50% weniger Geld ausgeben würde als die derzeitige Regierung, was bei Donald Trump jetzt nicht so zwingend zu erwarten ist, dann würde das jährliche Defizit dennoch $1 Billion übersteigen. Vielmehr dürfte das Defizit eben aus diesen genannten Gründen noch weiter nach oben gehen. Weniger Einnahmen des Staates, die durch Zölle beileibe nicht kompensiert werden können. Dazu weniger Arbeitnehmer, die dann für steigende Löhne sorgen. Dadurch müssen die Firmen, wenn sie überhaupt am Markt überleben wollen, die Preise anheben, das wiederum können die Konsumenten sich nicht leisten oder brauchen noch höhere Löhne und dann hast du ein Riesenthema, vor allem wenn Trump wirklich das ernst macht mit diesem ultimativen Tax Cut, also praktisch die Einkommenssteuer abzuschaffen. Wir sehen die Folgewirkungen der gestiegenen Kapitalmarktzinsen, ergo Renditen bereits am Hypothekenmarkt. Hier haben wir heute die Weekly Mortgage Daten bekommen und die Nachfrage sinkt weiter. Klar, die Kredite werden immer teurer, weil die Kapitalmarktzinsen steigen. Da kann die Fed die Zinsen, die Leitzinsen senken, wie sie will. Entscheidend sind eben die Kapitalmarktzinsen. Wir sind 19% jetzt gefallen im Vergleich zur Vorwoche. Einer der größten Rückgänge zu einer Vorwoche in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt kommt noch erschwerend hinzu, dass die Fed so langsam ihr Pulver verschossen hat, denn es gab ja diese sogenannte Reverse Repo Facility, das war eine Liquiditätsreserve, die man mal vorgehalten hat in Corona-Zeiten, also praktisch gedrucktes Geld, Schulden, wenn man so will.
Und jetzt sind wir das erste Mal unter 150 Milliarden Dollar gefallen. Und das bedeutet, dass der Anleihemarkt noch weniger unterstützt ist mit dem Potenzial, dass die Anleiherenditen, ergo die Kapitalmarktzinsen, noch weiter steigen. All das muss nicht heute passieren, muss nicht zwingen, oder ist ja heute schon passiert, aber muss sich nicht heute fortsetzen und nicht morgen fortsetzen. Aber ich zeige jetzt übergeordnet das, was hier jetzt zu erwarten ist und warum die Bäume wahrscheinlich dann trotz dieser massiven Rallye heute für die Aktienmärkte nicht in den Himmel wachsen. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, warum Kamala Harris diese Wahl verloren hat, finde ich hochinteressant. Und wir sehen, okay, Gender Gap, wir haben mehr Frauen, deutlich mehr Frauen, die Harris wählen, aber nur 10% mehr Frauen wählen Harris als Trump, aber 2020 haben Biden noch 11% mehr gewählt, während Männer eben überwiegend Trump wählen. Hier ist der Abstand deutlich größer geworden. Wir sehen in den Alterskohorten, dass es eher die ab 45-Jährigen sind, die Trump wählen. Vielleicht, weil die sich nichts mehr vormachen lassen, keine Ahnung. Denn Kamala Harris war wirklich eine sehr, sehr schwache Kandidatin und sie hatte für das zentrale Problem der Amerikaner null Lösung. Dazu gleich, aber eins ist auch klar. Wir haben hier die Hispanics, die wahrscheinlich diese Wahl mitentschieden haben, weil die sagen, das, was da an Chaos an der Grenze passiert ist, wofür Kamala Harris verantwortlich ist als Border Czar, das wollen wir nicht. Migranten reagieren allergisch auf andere Migranten, wenn sie schon länger im Land sind und integriert sind. Das gefährdet ihren Status, also sagen sie, nö, sind wir gar nicht dafür. Und Bill Ackman, der Hedgefondsmanager, bringt es auf den Punkt. Da haben sich die Leute wirklich, Wahlkampfteam, Wahlkampfhelfer, sehr stark eingesetzt für Harris. Und sie kriegt es nicht mal hin, eine Rede zu halten, dann aufgrund der Niederlage. Und David Portnoy, ein in den USA sehr bekannter YouTuber aus dem Gaming, dann aus dem Börsenbereich, der hat es auf den Punkt gebracht, der sagt, ich bin eigentlich independent, weder Republikaner noch Demokrat, aber diese Arroganz, diese Hochnäsigkeit, dieses extrem woke Linke, das war mir too much, da konnte ich die Demokraten nicht wählen und das dürfte einigen Leuten so gegangen sein, aber das Entscheidende ist eben, dass die Leute trotz angeblich sehr schöner Wirtschaftszahlen eben subjektiv das Gefühl haben, es geht mir schlechter und sie haben gute Gründe dafür. Hier sehen wir mal links den Vergleich, S&P 500 steigt, aber das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan ist sehr, sehr schwach, passt überhaupt nicht eigentlich zu diesen gestiegenen Aktienmarktkursen. Und warum ist das so? Weil eben viele Amerikaner davon nicht profitieren, wenn die Vermögenswerte nach oben gehen, Vermögenswerte also wie Aktien, sondern vor allem die untere Hälfte der amerikanischen Gesellschaft, die bleibt sozusagen auf den Kosten sitzen. Die obere Hälfte hat Zugewinne durch den Anstieg der Vermögenspreise, die untere hat nur die Inflation und die gestiegenen Lebenshaltungskosten und die sagen, da könnt ihr ja schöne Wirtschaftszahlen haben, schöne BIP-Zahlen, aber bei mir kommt das nicht an. Ich bin jeden Tag am Kämpfen, muss 2 oder 3 Jobs haben und genau deswegen haben die Voter gesagt, hier ja, Wirtschaft nicht wirklich gut. Viele glauben ja sogar, die USA ist in einer Rezession, die Finanzsituation, die eigene finanzielle Situation ist nicht gut. Das haben 67% gesagt bei einer Befragung nach Schließung der Wahllokale oder als die Leute aus den Wahllokalen rausgegangen sind. Also mehr als 2/3 der Amerikaner sagen nicht gut. Und das eben trotz dieser wunderschönen Zahlen. Hier sehen wir nochmal die Anzahl derjenigen in der unteren Grafik, die sagen, ich bin schlechter dran als vor einem Jahr, ist deutlich gestiegen. Die, die sagen, es geht mir besser, ist deutlich geringer. Und so kommt es, was eine andere Umfrage ergeben hat, die Harris-Wähler, denen ging es um die Demokratie. Das sind die Leute, die sich meistens diese Demokratie auch finanziell leisten können, weil sie sagen, ich habe übergeordnete Prinzipien und ansonsten geht es mir ganz gut. Finanziell, während diejenigen, die Trump gewählt haben, sagen, die hohen Preise, ergo die so stark gestiegenen Preise, auch wenn die Inflation ja jetzt nicht mehr so stark ist, aber die Preise bleiben ja oben. Und Migration, weil das sozusagen die Themen sind, mit denen sie täglich zu tun haben. Und so ist dieser Kommentar der Süddeutschen Zeitung so typisch für das, was in den deutschen Medien passiert. Kamala Harris konnte mit dieser Fiktion von, oder konnte der Trumpschen Fiktion nichts gegenüberstellen. Sie fühlte sich der tatsächlichen Welt und deren Probleme verpflichtet und hat es versäumt, eine Botschaft der Erneuerung und Hoffnung zu geben. Die tatsächlichen Probleme hat sie komplett ignoriert, weil sie eben keine Antwort geben konnte auf die Frage, was machst du denn anders in Sachen Migration, wenn du jetzt ja 4 Jahre als Border Czar am Start warst, also als Verantwortlicher für diese Migration, und was machst du anders
Amerikaner sind Sachen Teuerung, Preisanstiege. Auch da hat sie null Antwort gegeben. Und da haben sich die Amerikaner gesagt, na gut, dann wähle ich halt mit der Brieftasche. Und genau das ist passiert. Und hier unten sehen wir mal eine Grafik. Es gibt in den USA über 4000 Counties, also Unterbezirke innerhalb eines Bundesstaates. Und die, die blau sind, da in diesem County, sind die Löhne stärker gestiegen als die Preise. Das sind um und bei 2 bis 3 in den USA von über 4000. Das muss man sich mal vorstellen. Und genau das ist das zentrale Problem. Die Leute haben Kaufkraftverluste, weil die Preise schneller steigen oder gestiegen sind als ihre Löhne, auch wenn sich das in letzter Zeit so ein bisschen gemäßigt hat. Und mein Kollege Claudio Kummerfeld sagt zu Recht, Trump ist Narzisst, vielleicht auch Sexist, Rüpel und so weiter, aber statt sich drüber aufzuregen, sollten sich vor allem unsere Medien mal fragen, warum 71 Millionen Amerikaner Trump wählen und nur 66 Millionen Harris. Sind das nur Landeier sozusagen oder war das Harris-Angebot einfach zu schlecht bzw. nicht existent? Genau auf den Punkt gebracht, es war nicht existent und dementsprechend haben die Leute abgestimmt, die im Alltag sind, die am Boden der Tatsachen sind, während denen, denen zum Heere Prinzipien geht, eben gesagt haben, ich wähle Harris, weil Trump ist eben Trump und den wollen wir nicht. Übrigens hat Harris ja viel, viel mehr Geld gehabt als Trump in diesem Wahlkampf und die Demokraten wie David Axelrod dann mit der Erklärung, ja, teilweise Rassismus und Sexismus, gell, weil die wählen keine Frau und so weiter, glaube ich nicht, das ist wahrscheinlich nicht wirklich der Punkt. Und hier sehen wir mal, Kamala Harris hat in keinem einzigen County von, wie gesagt, über 4000 Counties, in keinem einzigen ein besseres Resultat erzielt als Joe Biden im Jahr 2020. Also es lag an der Kandidatin, das war das große Problem. Hätten die Demokraten jemand anderes gehabt, vielleicht eine Michelle Obama, wären ihre Chancen deutlich besser geworden. Davon bin ich überzeugt. Aber insgesamt gilt, auch Trump wird seine Schwierigkeiten bekommen, denn er hat wahnsinnige Versprechen gemacht, ich bringe auch die Preise runter und so weiter. Und die wird er nicht einlösen können. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass das wirklich gelingt. Und so sehen wir, dass wir jetzt die längste Strecke seit den 80er Jahren haben, dass immer wieder die regierende Partei abgelöst wird im Präsidentenamt. Das ist jetzt die längste Folge, wie gesagt, seit den 80er Jahren. Und was war in den 80er Jahren? Inflation. Genau das ist jetzt hier der Fall und genau das wird das zentrale Thema bleiben. Inflation hier gemeint als steigende Preise, Lebenshaltungskosten, die sich die Leute nicht mehr erlauben können. Und im zweiten Teil, meine Damen und Herren, und wenn Sie dieses Video verstehen wollen, dann den ersten Teil, dann möchte ich ersuchen, sich auch den zweiten Teil anzuschauen, denn da werde ich das Ganze nochmal ausführlicher begründen, denn den Link dazu packe ich Ihnen unter das Video. Bis gleich.